Iceberg Lounge. Denn jetzt gibt's ordentlich was auf die Fresse, verdammt Pinguin. Jetzt hast du uns wütend gemacht. Und ich mag's nicht, wütend zu sein. Du schon wieder? Was ist denn los? Da sollten wir lieber nicht näher rangehen, glaube ich. Halt still, Batman! Sieht da hinten schon eine Brücke, da werden wir wahrscheinlich drauf müssen. Sicherheitsunterbrecher? Ich bin zu weit weg. Der Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. Okay, also näher ran. Alter! Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch hast du frei. Ich sollte den Sicherheitsunterbrecher aktivieren. Angst? Alter. Nur mit dem Unterbrecher komme ich am Pinguin vorbei. So, versuch's doch. Komm, verdammt! Alter. Ich sag dir was, Batman. Ich bin zu weit weg. Ich muss näher ran. Mit dem Sicherheitsunterbrecher komme ich am Pinguin ran. Alter, das geht doch gar nicht, ey. Nur mit dem Unterbrecher komme ich an Pink. Freeze-Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. Ich sollte den Sicherheitsunterbrecher aktivieren. Einen Versuch hast du frei. Vielleicht sind wir down und wir kriegen das. Nur mit dem Unterbrecher komme ich an Pinguin vorbei. Pinguin ist zu weit weg. Ich muss näher. Mit dem Sicherheitsunterbrecher komme ich an Pinguin ran. Zeig, was du kannst. Das war unmöglich, ey. Das Ding. Hat irgendwie geleckt oder nicht funktioniert oder keine Ahnung was. Also schneidet ihm die Maske vom Gesicht. Seid nicht allzu vorsichtig dabei. Halt die Fresse, Kabelpott. Kipp gleich einen auf dieselbige. So. Schnelle Pinguin in der Iceberg Lounge. Das werden wir auch tun, verdammt. Der wird ordentlich einen drüber kriegen. Das ist mein Revier, Batman. Verzieh dich! Glaub's auch nur du, Kabelpott. Kriegst voll einen auf die 12. Ich bin zu weit weg. Der Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. Ja, wir kriegen den trotzdem, verdammt. Mach mich hier los! So, muss das einfach klappen. Ich sag dir was, Batman. Ich muss näher an Pinguin ran. Mit dem Sicherheitsunterbrecher komme ich an Pinguin ran. So, verdammt. Was? Komm, verdammt! Verdammt, ey, jetzt geht's hier los. Auf die Fresse. Das heißt dann wohl K.O. Du bist erledigt, Kabelpott. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Verdammter. Wir jetzt im ich Keller, oder dir was? Helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Wer mickrig ist, werden wir ja wohl noch sehen. Was ist jetzt los? Oh, nicht traurig sein. Das ist doch ich hab jetzt eine kleine Überraschung nicht euer für dich Ernst, da unten. Verdammt. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Nicht fette Vieh. Das kann einfach nicht im Bodenzeit sein, oder? Wir müssen doch jetzt nicht wirklich dieses fette Vieh umhauen. Geborener Montag, vergiss das nie! Getauft am Dienstag, heirat am Mittwoch, ein Tag, den ich mag! Hab ihn da unten gefunden, als ich das hier gekauft hab! Sehr praktisch! Heilige Scheiße! Okay... Sollen wir den jetzt erledigen?
L-Explosion. Ach, die Dinger liegen in Energie. Die müssen wir jetzt also. Was zum Henker treibst du da? So, Alter. Diese Sachen sind Antiquitäten. Lass sie in Ruhe. Alter. Nein! Was zum Henker treibst du da? Jetzt kriegt er einen, verdammt. Voll auf die 12. Komm schon. Oh, du bist es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Carbon Shot. Alter, die Dinger funktionieren ja immer noch. Oh, und der geht schon in Flammen auf. Ach du Scheiße. Das hat sich ja nicht getan, oder? Nein! Jawoll! Ja, Kabelputz. Heilige Scheiße. Lass den Unsinn mit dem Sprengstoff! Ich mein's ernst! Wieso denn? Also, ich fände es lustig. Das war's für dich, verdammt. Auf die 12! Ja! Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten! Das geht nicht! Und wie das geht, Kabelpot. Und wie das geht. Ach du Scheiße, er steht hier immer noch wieder auf. Du kannst den Bastard nicht töten. Das darf nicht wahr sein, verdammt. Ach du Scheiße. Komm schon, verdammt. Alter. Kann doch noch nicht wahr sein. So. Auf die 12, verdammt. Ach du Scheiße, wie soll man das denn kriegen? Ah, ich muss immer die falschen Tasten, verdammt. Glaube ich eng. Aufhören! So wird er mit dem Batwing anfangen. Alter. Lass den Unsinn mit so, dem noch einer, verdammt. Ich mein's ernst. Alter, der geht mir ganz schön auf den Nerv. Alter. So, jetzt aber, verdammt. Jetzt war's das. Jetzt war's das. Das war sein Todesurteil. Voll auf die Fresse, verdammt. Raus damit! Hey! Dem gehen jetzt nur noch die Lichter auf. Fledermaus gegen Vögelchen. Du kannst mich mal, Kabelpott. Jetzt gehen dir gleich die Lichter aus. Und gute Nacht. Das war's. Wo ist Cobblepot? Da, Freeze. So was? Wen haben wir denn da, Mr. Freeze? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Ja, so kann's gehen. Der Jäger wird zum Bär. Zu seinem eigenen Ausstellungsstück. Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Wie? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil.
irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Was ist das für eine? Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Ja, die haben wir. Der kaputten Schulter sei Dank. So, wenn wir jetzt also die Spur scannen müssen... Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Nee, das hatten wir auch nicht vor. So, wir verbessern jetzt unseren Kampfpanzer. 50% erhöhter Schutz, das ist nämlich nicht verkehrt. Den werden wir auch brauchen, schätze ich mal. So... Ra's al Ghul, Charakterbiografie. Das werden wir später mal in irgendeiner Special-Folge machen, wenn wir alle Charaktere haben. Aber das ist momentan noch nicht der Fall. So, jetzt folgen wir erstmal die Blutspur. Wie ich sehe, haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Backcomputer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Ja, das könnte aber nicht schaden. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Ach, der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Da haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Wie lautet der Plan? Versteck dich. Wenn du Jokers Jungs siehst, leg sie um. Ja, verstecken, das hilft bei uns nicht viel. Wir finden euch sowieso. So, Riddler, verdammt, rede. Wie sehr muss ich dir wehtun? Nein, nicht. Ich rede. Daran habe ich nie gezweifelt. Und schon wieder ein neues Riddler-Rätsel. So. Eine Schalttafel, die werden wir uns doch jetzt erstmal noch vorknöpfen. So. Metropolis war es, glaube ich. Metropolis, genau. Passwort akzeptiert. So, und wir haben eine weitere Riddler-Trophäe. Wo geht's jetzt weiter? Wo ist die Spur? Weiter nach oben, oder? Wie sieht's gerade aus? Ja. Da geht's weiter. Hier? Ist die Frage oben auf oder nach unten? Wir müssen bereit sein, zurückzuschlagen. Diesen Pennern zeigen, wer das Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguingebiet ist? Vermutlich nicht. Sie werden es bald wissen.
Der Pinguin. Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um. Ich will Blut sehen. Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist. Der Pinguin ist nicht mehr verdammt. Später rücken wir in sein Gebiet vor. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich bin bereit. Ich auch. Gut. Den Pinguin haben wir bereits ausgeschaltet. Erledigt, Pinguin! Two-Face wird kommen! Ha. Lauf über oder krepiert! Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Wir haben als einziges gerade den Verband. Alter. Was ist jetzt los? Da. Ich kann Russ nur finden, wenn ich auch einen Sender befestige. Ein ich muss möglichst nah ran. Das kriegen wir ja wohl noch gerade eben hin. So, schneller, verdammt. So, jetzt aber. Sind wir nicht schneller, verdammt. So, jetzt hier hoch. Alter, wo ist die hin? Da oben. Hinterher, verdammt. Die kriegen wir doch noch. Bleib stehen, verdammt. So. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Wer ist das jetzt? Ruf ihn zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komme schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir. Ich finde eine Lösung. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Ja, und ein kleiner Zwischenauftritt, gerade von Robin. Mal gucken, ob wir den später noch sehen werden. Aber jetzt sehen wir gerade erstmal die Information zum Seilwerfer. Ermöglicht es, sich schnell zwischen zwei horizontal gelegenen Punkten zu bewegen. Kann während der Bewegung erneut eingesetzt werden, um die Richtung zu ändern, ohne den Boden zu berühren. Sehr praktisch, das Ding. So, bevor wir jetzt aber weitermachen werden... Ja, Ortungssender aktivieren. So, bevor wir jetzt weitermachen werden, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.